sind im sogenannten Pfaffenwinkel zwischen München und Garmisch-Partenkirchen, und zwar in der Gemeinde Hugelfingen. Es kann angenommen werden, dass der Ort schon im 5., 6. Jahrhundert gegründet wurde. Urkundlich erwähnt wurde er das erste Mal im Jahre 1083. Heute hat Hugelfingen rund 2800 Einwohner. Sie erreichen die Gemeinde von München aus mit dem Zug in einer Dreiviertelstunde. Wir haben uns in Hugelfingen umgesehen und haben Bürgermeister Bernhard Kamhuber getroffen sowie den Verfasser der umfangreichen Ortschronik Bernhard Meyer. Wir haben versucht, bei der Akrobatikgruppe aus Hugelfingen mitzumachen und waren in der Waldstraße 4, ein Geheimspot für Live-Musik und vor allem für den bayerischen Blues von William Sweatsocks. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir sind heute in Hugelfingen, hier bei diesen wunderschönen Pferden, weil wir die Tina besuchen. Hallo Tina. Hi, grüß dich. Du, aber jetzt mal vor den Pferden, bist du eigentlich Fitnesstrainerin, oder? Das war mein ursprünglicher Job, ja. Also machst du auch noch, oder? Mach ich auch noch. Ich bin in Hugelfingen und habe dort mittlerweile meine eigenen Kurse. Seit 2015 habe ich angefangen mit Zumba. Das lief dann ganz gut und dann habe ich noch einen Fitnesskurs dazu gebracht und jetzt mittlerweile habe ich 2 Yogakurse und 2 Fitnesskurse in Hugelfingen, die super laufen. Und also du kümmerst dich um die Fitness der Menschen, aber eben auch um die Fitness der Tiere oder der Pferde vor allen Dingen. Vor allem der Hufe, ja. Und wie kam das, dass du jetzt von den Menschen auch noch die Pferde mit reingeholt hast ins Boot? Ja, das war durchs eigene Pferd, das gibt es leider nicht mehr. Das war seine beste Freundin, die war sehr schwer hufkrank, die hatte Hufrehe. Du hast also dein eigenes Schicksal mit den Hufen sozusagen. Die hatte sehr schwere Hufkrankheit, also Hufrehe quasi, und wir wussten nicht mehr weiter, uns konnte uns keiner mehr helfen. Und dann haben wir sie in die Eifel, dort wo EIPP auch ausbildet. EIPP, was heißt das? EIPP steht für Europäisches Institut für Pferdephysiologie. Okay. Genau. Und dort haben wir sie quasi, beziehungsweise meine Schwester und meine Mutter, in der Nacht- und Nebelaktion dorthin gefahren. Also so notfallmäßig, um zu schauen, dass man da noch irgendwie sie retten kann. Genau, weil entweder hieß es einschläfern oder die können ihm noch helfen. Ja. Und dann war die dort einige Monate und wurde wieder auf den Stand gebracht, wo wir sagen, sie hat wieder Lebensqualität und war fast geheilt. Also. Genau. Also weil Pferde haben das öfters, oder? Probleme mit den Hufen, ist das so, oder? Es liegt immer mehr dran, weil unsere Pferde halt, auch wenn sie relativ artgerecht jetzt zum Beispiel bei uns im Offenstall gehalten werden, aber die meisten stehen doch in der Box, in viel zu weichen Böden und haben viel zu wenig Bewegung. Ah, okay. Und deswegen bekommen die Probleme mit ihren Füßen. Genau, weil in der Natur würden sie einfach viele Kilometer am Tag zurücklegen, also um die 20, 30 Kilometer, würden über harte Boden laufen und nicht über hier so einen Teppich wie bei uns oder so einen Matsch-Trail, sondern einfach viel mehr Abrieb haben und viel, viel mehr Bewegung. Und das können wir ihnen nicht bieten. Ja, und deswegen ist das wirklich auch eine Schwachstelle bei Pferden, oder? Wo immer wieder Krankheiten entstehen. Genau, oder? Weil ein Horn braucht harten Boden. Und wenn ein Horn auf viel zu weichem Boden steht, dann wird es einfach nicht belastbar und kaputt. Und dann macht man meistens Eisen drauf. Und das ist das, wovon ich einfach, wo ich viele Leute gerne aufklären möchte, dass einfach Eisen fürs Pferd alles andere als gut ist. Ach, tatsächlich. Dass das eigentlich nicht gut ist, sagst du? Dass es eigentlich überhaupt nicht gut ist, nein. Okay. Weil ich bin immer fürs Natürliche. Ja. Also quasi das Pferd möglichst natürlich halten. Das fängt bei der Haltung an, bei der Fütterung geht es weiter. Und vor allem bei den Hufen. Und die werden einfach ohne Hufeisen geboren. Ja. Ist ja logisch. Ja. Und ich hätte immer gedacht, das ist halt wie wir Schuhe anziehen. Ist aber nicht so bei Pferden. Ist aber nicht so bei Pferden, genau. Also Pferde passen sich ihrem Boden an. Also wenn sie viel auf verschiedenen Boden gehalten werden, dann kann sich die Hufe da anpassen. Also wenn ich viel jetzt hier über Schotter reinstreuen würde und die müssen da täglich drüber laufen, dann kann ich von ihnen erwarten, auch dass sie draußen auf dem Boden laufen können. Wenn ich sie aber nur in der Box halte und nur quasi im weichen Auslauf und immer nur weich, dann kann ich auch nicht erwarten, dass ein Pferd ohne Eisen über was Hartes läuft. Verstehe. Und das hast du dann eigentlich alles kennengelernt, als ihr da in der Eifel wart mit deinem Pferd, oder? Genau, und wir waren mit dem einen Pferd, das war in der Eifel. Und dort gab es so ein Hufseminar. Es gibt so 2-tägige Basisseminare für Laien. Also, und das hast du dann mitgemacht? Das haben ich war da zu der Zeit noch in Ägypten. Noch jemand? Hallo? Ja. Okay. Ich war zu der Zeit in Ägypten und das haben meine Mutter und meine Schwester gemacht zu der Zeit. Aber dadurch sind wir eben auf die Bearbeitung gekommen. Und da wir hier keinen hatten, der uns das so macht nach der Klinik, haben wir dann selber die Ausbildung gemacht. Ah, dann hast du die Ausbildung gemacht. Zusammen mit meiner Schwester, Okay. Genau. Ja, dann, jetzt bin ich gespannt, was das genau heißt. Und wir machen eine kurze Unterbrechung mit diesen süßen Pferden hier und sind gleich wieder da. Und dann erzählt uns die Tina, was das genau ist. Ich bin gespannt.
Wir sind südlich von Weilheim in der Gemeinde Hugelfing und wir tauchen heute in die Welt der Pferde und ihrer Hufe ein. Tina Gretz kümmert sich als Fitnesstrainerin nicht nur um die Gesundheit der Menschen, sondern auch um die Gesundheit von ihren Lieblingstieren. Okay, Tina, was hast du da jetzt in deiner Box? Ja, ich erkläre mal, bevor ich beim ersten Kundenkontakt, also quasi ans Pferd gehe, erkläre ich den Kunden immer, was ich mache. Und da habe ich einmal hier so ein Plastikmodell, an dem kann ich immer gut zeigen, was das Pferd macht, wenn es auf dem quasi belastet. Und das heißt, nennt man Hufmechanismus. Wenn das Pferdegewicht hier oben drauf kommt, dann geht hier immer leicht auseinander. Es bewegt sich so und zusammen, arg. Genau. Mhm. Also es geht um Millimeter, um Zentimeter. Und da passiert dann ganz viel. Hier ist diese Kapsel, die Hornkapsel. Mhm. Und das ist der letzte Knochen im Huf, das nennt man Hufbein. Das sitzt da drin. Mhm. Und wenn es sich hier bewegt, dann kommt bei jedem Schritt quasi dieses Hufbein nach unten. Durchblutung findet dadurch statt, Stoßdämpfung findet dadurch statt. Aber sowas ist doch bei uns in unserem Fuß auch, dass die Knochen wahrscheinlich immer so ein bisschen, oder? Wir haben schon ganz andere Knochen da drin. Ja, schon, okay, ist ganz anders. Ja gut, wir haben halt auch viel mehr natürlich vor allen Dingen in unseren Füßen. Ja, genau. Gell? Also das ist schon, kann man nicht so ganz vergleichen. Mit unseren Füßen, genau. Das Pferd hat auch hier ein Hufgewölbe quasi, wie wir ein Fußgewölbe haben, das schon. Das flacht ab bei jedem Schritt quasi, leicht nach unten. Und hier am Hufbein sieht man auch, dass das ein Gewölbe hat. Mhm. Sprich, der Huf muss auch ein Gewölbe haben. Das ist natürlich jetzt sehr getrocknet, deswegen ist es sehr tief. Mhm. Wieso hat es das manchmal gar nicht mehr? Es kommt drauf an. Je breiter der Huf, desto weniger erscheint das Gewölbe natürlich, weil die gleiche Höhe muss sich quasi auf viel breitere Fläche verteilen. Und je kleiner das Pony, also zum Beispiel so ein Shetty, desto tiefer ist der Huf. Ah, genau. Ja klar. Also es verteilt sich ein bisschen von den Maßen. Mhm. Genau. Und dann zeige ich hier dem Kunden auch immer noch, wie es innen drin aussieht. Das hier ist ein Längsschnitt quasi. Hier ist die Hufrollenregion, das ist die tiefe Beugesehne. Und was es quasi macht, wenn hier unten Druck raufkommt. Diese Eckstrebe zum Beispiel ist immer so ein Thema, wo oft man sich darüber diskutiert, wie inwieweit man die zurückkürzen darf. Mhm. Das erkläre ich den Kunden dann einfach, inwieweit man die zurückkürzen muss, weil sie sonst bei jedem Schritt immer diese Region hier penetriert quasi. Und dazu kann es dann auch wieder zu Krankheiten kommen, wie zum Beispiel zum Hufrollensyndrom. Mhm. Strahlbeinlahmheit nennt man das. Mhm. Genau. Mhm. Da gibt es ganz schön viele Krankheiten, die mit dem Huf zu tun haben. Da gibt es schon einige Krankheiten, ja. Hier haben wir auch nochmal so ein schönes, das ist ein Fohlen. Bein. Da sieht man nochmal die Knochen ein bisschen weiter hoch aufgebaut und die Sehnen, die es entlanglaufen. Und dann erkläre ich die verschiedenen Hornsubstanzen, also quasi das Sohlenhorn. Hier haben wir das Wandhorn. Wandhorn klappt hier um und heißt Eckstrebe. Und Eckstrebe hat ein Wachstum bis zur Hälfte vom Strahl. Ja, also das ist der Strahl, das habe ich noch nicht gesagt. Das nennt man Strahl, genau. Und der Strahl, bei der Hälfte sieht man hier, das Abbild von der Eckstrebenlederhaut hört hier auf. Mhm. Und dort wird eben viel diskutiert eben drauf. Mhm. Ja, okay, dann zeig uns das jetzt mal anhand von dem Pferd. Ja? So, wie heißt denn das Pferd hier überhaupt? Das ist der Stony. Der Stony ist dein Pferd. Der ist mein ältestes Pferd, der ist schon 28. Ui, und der muss doch jetzt gute Hufe haben, oder? Der hat super Hufe. Der war früher auch beschlagen, bevor er zu uns kam, aber seit er bei uns ist, ist er Barhuf und läuft wirklich über alles drüber, egal in welcher Gangart und. Ja, jetzt wird's egal über welchen Boden. Rudi wird jetzt hier belagert von ihm, wie heißt der? Er ist Henry. Der Henry, der will auch vor die Kamera, gell? Ja, also gut, dann zeig uns doch mal, wie ein schöner Huf aussieht, oder? Ja, komm her, Stony. Also. So, der Rudi wird auch noch abgefressen von dem Henry war es. Henry. Okay. So. Was machst du da jetzt erstmal den Dreck? Erstmal ein bisschen den Dreck raus, weil hier ist das schon alles dreckig hier. So. Okay. So. Genau, also der Huf ist relativ bearbeitet jetzt. Also der hat es jetzt nicht nötig zum Bearbeiten. Mhm. Aber quasi, was ich mache, ist erstmal, wir haben hier den Strahl. Ja. Ja, das ist die Hufsohle. Mhm. Und hier ist die Hufwand. Ja. Sieht man ganz gut hier, wie sie es abtrennt. Hufsohle zur Wand ist durch so eine weiße Linie getrennt. Mhm. Genau. Das heißt, ich mache mir erstmal den genauen Übergang zum Strahl quasi. Den ich mir schaffe.
Mei, das ist jetzt halt wie wenn wir uns die Fingernägel schneiden oder Fußnägel. Genau. Ja, mhm. Und die Pferde das? Die finden es angenehm, ja. Angenehm sogar. Mhm. Also jetzt wäre es egal, ob ich da jetzt ein bisschen was mache oder nicht, aber quasi, wenn der Huf wieder überfällig oder fällig wäre zum Schneiden, dann drückt hier schon wieder was rein, weil die haben einfach viel zu wenig Abrieb bei uns. Und ich nehme ihm quasi, ich imitiere diesen Abrieb. Mhm. Ja, jeder Huf wächst, wenn er richtig steht. Und wenn er, also wenn er richtig steht, hat er richtig gute Durchblutung, mhm, genug Bewegung und Feuchtigkeit. Mhm. Und dann wächst ein Huf einen Zentimeter im Monat. Ein Zentimeter im Monat. Also genau, komplett hier so raus. So also in alle Richtungen. So ein bisschen in alle Richtungen, genau. Also meistens sagt man vorne raus, mhm, je nachdem halt, wie viel Abrieb sie auch haben. Mhm. Je nach Pferd ist es auch ein bisschen unterschiedlich. Genau. Und dann, Stoney bleibt da. Genau. Dann schneide ich hier aus, schneide die Eckstreben auf ihre richtige Länge. Da schmatzt er auch, schau. Ach, das heißt, das mag er. Ja, das heißt, weil hier drückt es immer sehr viel bei ihm. Okay, also ich kenne natürlich seine Stellen. Ja, okay. Und hier, wenn es hier drückt und ich das wegnehme, dann kaut er ab. So wie, und das sieht man sehr, sehr viel. Okay. Genau, danach bearbeite ich die Sohle. Man sieht auch hier, dass er ein sehr schönes Gewölbe hat, wenn ich hier das Messer drauflege. Hier sieht man, dass da schön Platz drunter ist. Und das braucht er eben für, wenn er den Huf aufsetzt, dass das abflachen kann. Ja, dass das Hufgewölbe nach unten kommen kann. Und dadurch kommt die Durchblutung in den Huf. Ja, dann kommt Raum in den Huf. Der Huf wird durchblutet. Beim Abfußen zieht sich die Kapsel wieder zusammen in die neutrale Form. Und dadurch wird es nach oben transportiert. So funktioniert. Aber das heißt jetzt wirklich, dass du grundsätzlich sagen würdest, ein Hufeisen ist für jedes Pferd eigentlich schlecht. Würdest du das so sagen? Würde ich so sagen. Ja? Ja. Und aber wie ist das überhaupt entstanden, dass die dann Hufeisen gekriegt haben? Weil die gibt es doch schon lange, oder? Ja, die Hufeisen, die kaschieren einfach das Symptom Lahmheit oder das Symptom, ich kann nicht über Steine gehen. Oder also die Tatsache, es kann nicht über Steine laufen ohne Ding. Aber ich suche die Ursache quasi, warum. Oder ich will die Ursache behandeln. Wenn ein Pferd natürlich jetzt 15 oder 20 Jahre Eisen drauf hatte, kriege ich das nicht mehr auf den Zustand, wie wenn ich jetzt ein Zweijähriges habe. Und da kann ich noch ziemlich viel reißen und sage, okay, ich möchte den Huf wirklich auf seine ursprünglich natürliche Form zurückbringen. Mhm. Und dass ich das Pferd dazu hinführen kann, wirklich gut ohne Eisen laufen zu können. Und du bist jetzt ja wirklich hier im ganzen Umland wahrscheinlich schon bekannt dafür, oder? Dass du dich bei den Hufen so gut auskennst und da schon Pferde also retten kannst, es oder? Es ist schnell viel geworden. Ja. Vor allem, was halt wirklich Spaß macht, sind die schweren Fälle. Also wirklich Hufrehe, wo, ich sag mal, also das EIPP bildet so aus, dass wir wirklich schwere Fälle wie Hufbeindurchbrüche sogar, also wenn das Knochen schon fast unten rauskommt, auch Gott, wieder behandeln können. Das sind schlimme Dinge wahrscheinlich. Ist schlimm öfter, aber ich freue mich mal drauf, weil das ist so, man kann es noch reparieren. Ja. Meistens kann man es reparieren. Ja. Wenn es noch nicht allzu lang zu schlimm ist, dann kann man es wirklich reparieren. Mhm. Ja, toll. Danke, Tina, dass du uns dann Einblick gegeben hast, was eben, das für Pferde sind Hufe ja so wichtig und anscheinend ist es nicht bekannt, dass man ohne Hufeisen eigentlich besser unterwegs wäre. Besser unterwegs wäre, ja. Aber man muss dazu sagen, es ist wirklich ein Weg. Es ist nicht einfach so, ich mache die Eisen ab und schon läuft's. Ja, sondern man muss schon Zeit investieren und man muss auch mit dem Ganzen mitgehen. Weil es können mal natürlich Hoch- und Tiefs kommen und das Pferd ist halt nicht immer abgreifbar vielleicht. Mhm. Ja, vielen Dank. Letztendlich fürs Pferdegesundheit. Ja, dass du dich da für die Tiere und die Pferde so einsetzt. Ja. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, heute haben wir viel gelernt über die Pferde und die Hufe. Morgen gibt es eine weitere Folge Heimatgeschichten aus Vogelfing. Wiederschauen.